Die Europäische Union in naher Zukunft. Was wird sich ändern? Mit welchen Krisen wird sie zu kämpfen haben? Welche Fragen werden uns noch intensiver unter den Fingernägeln brennen? Könnte die EU gar zerfallen? Diese und weitere Fragen stellten sich die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen des Gymnasiums Dagsberg. Aus mehr als 60 Arbeitsstunden resultiert nun ein Projekt, das sich sehen lassen kann. My Europe, Your Europe, Our Europe, Visionen, Werte, Grenzen. Unsere GW-Lehrerin hat uns mit Academia Superior vertraut gemacht und uns erklärt, dass wir die Möglichkeit haben, so etwas zu veranstalten, eine Veranstaltung zu machen, und uns gefragt, was uns genau interessiert an Europa, was uns beschäftigt. Und wir haben dann Themen erarbeitet und uns aufgeteilt, uns Themen gesucht, die uns interessieren. Ja, und ein Thema, das besonders interessierte, scheint die Frage, ob Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP, nun als Chance oder Bedrohung gesehen wird. Ich glaube, dass wir am Ende einen Abschluss, eine Einigung bekommen werden. Die Frage ist, was steht dann drinnen und worauf kann man sich verständigen? Das ist derzeit noch nicht wirklich absehbar. Ich glaube, es geht ganz einfach darum, dass man Handelshemmnisse abbaut, unter Wahrung, aber natürlich auch von Standards, die wichtig sind für beide Seiten. Das ist ja nicht nur für Europa, das gilt ja auch für die USA. Und diesen Kompromiss zu finden, darum geht es in diesen Verhandlungen. In Österreich freut sich TTIP geringer Beliebtheit. Warum ist das so? Ich glaube, das hat sehr viel auch mit der medienöffentlichen Diskussion zu tun, die bei uns stattfindet. Und zum Teil habe ich den Eindruck, ist TTIP auch eine Projektionsfläche für Globalisierungsgegner ganz generell. Und das alles trägt dazu bei, dass es eine Grundstimmung gibt, wo man diesen Abkommen gerade in Österreich sehr reserviert gegenübersteht von einer Mehrheit der Bevölkerung. Nicht nur die Frage des TTIPs sorgte bei der Diskussion für viel Gesprächsstoff. Die Flüchtlingssituation spielt mehr denn je eine wichtige Rolle. Derzeit geht man in Österreich von 85.000 Asylanträgen bis Jahresende aus. Zwischen 40.000 und 50.000 Menschen werden einen positiven Bescheid bekommen und dürfen somit in Österreich bleiben. Die EU muss daher versuchen, die Außengrenzen in den Griff zu bekommen, da die Menschenmassen einfach zu hoch sind. Wissen Sie, wird schwierig sein, denn die Ursache dafür, dass die Leute nach Europa kommen, ist der Kriegszustand in Syrien. Insofern, also die beste Möglichkeit, diese Flut einzudämmen, wäre, den Krieg zu stoppen. Das wird natürlich sehr, 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 sehr lange dauern. Wir können es aber viel besser strukturieren auf europäischer Ebene, und genau das ist das Ziel. Die Menschen haben Angst. Genau diese Angst nutzen oft rechte Parteien aus, um Stimmen für sich zu gewinnen. Die durch die Schülerinnen und Schüler durchgeführte Studie zeigt, dass mehr als 50% der befragten Menschen glauben, dass der Erfolg rechter Parteien in Europa mit der Flüchtlingskrise zu tun hat. Ich glaube, man muss einfach machen. Und man muss vor allem die Ängste, die Sorgen der Leute ernst nehmen und dafür Antworten geben. Man kann nicht für oder gegen Flüchtlinge sein. Ich glaube, da ist dies nicht die Debatte, sondern die Leute sind immer mal da, und wir haben die Pflicht, sie aufzunehmen. Wir haben die Pflicht, auch die Anzahl anzudämmen. Und wir haben die Pflicht, vor allem die Leute zu integrieren, denn es geht auch um unsere Werte. Sei es die Streitfrage des TTIPs, die Flüchtlingskrise oder der Aufstieg rechter Parteien in Europa. Fakt ist, diese Themen werden uns auch in Zukunft begleiten. Wo wird die EU in 5 Jahren stehen? Die EU in 5 Jahren ist, diese Zeit ist nicht weit weg, wird ähnlich sein wie jetzt. Ich hoffe, dass die europäische Integration ein Stück weitergekommen ist. Vielleicht ist der eine oder andere Staat noch zusätzlich dabei. Aber vor allem werden, und das betrifft vor allem die westlichen Industriestaaten, die Gesellschaften älter. Also die EU wird in 5 Jahren wesentlich älter sein als heute, nämlich nicht nur 5 Jahre älter, sondern auch in ihren Gesellschaften älter. Viel Energie, Schweiß und Arbeit steckten in diesem Projekt. Dennoch scheinen die Schülerinnen und Schüler dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Es war sehr viel Arbeit, aber es hat sich auch wirklich gelohnt. Denn ich glaube, es bekommt nicht jeder in unserem Alter die Chance, mit solch
hochkarätigen Gästen Meinungen auszutauschen und zu diskutieren. Insofern bin ich schon auch glücklich, in diesem Projekt mitgearbeitet zu haben.